Wer ernsthaft die Migration, die Massenmigration, die seit Jahren andauert, in unser Land begrenzen will, der schützt die deutschen Grenzen ernsthaft und er schützt das deutsche Hoheitsgebiet. Davon habe ich nichts gehört und dementsprechend fehlt auch der politische Wille. Angela Merkel hat 2015 unsere Grenzen geöffnet und sie sind weiterhin sperrangelweit offen für jeden Illegalen, der vorher seinen Pass wegwirft und Asyl an unseren Grenzen sagt. Und das können wir nicht mehr weiter handeln. Darüber möchte ich auch gerne gleich mal direkt sprechen. Ich habe nämlich einen Gast bei mir am Set, Alice Weidel von der AfD. Guten Tag, Frau Weidel. Der Bundeskanzler hat es eine historische Migrationswende genannt. Friedrich Merz sieht das ganz anders. Ich glaube, dass ich auch weiß, wie Sie dazu stehen, aber können Sie noch mal zusammenfassen, was ist denn Ihre Kritik an diesen Entscheidungen der Ministerpräsidenten? Hallo Frau Schopelius, das Ganze ist keine historische Wende, sondern ein historisches Scheitern. Das gesamte Paket, was hier verabschiedet wurde, dient mitnichten der Begrenzung der Migration, ganz im Gegenteil. Es sind Lippenbekenntnisse, um den Menschen Sand in die Augen zu streuen, um wilde Geschäftigkeit vorzutäuschen, wo letztendlich überhaupt gar nichts rauskommt. Und das ist aus meiner Sicht ein Betrug an dem Wähler und an dem Souverän. Das ist erstmal das, was ich dazu zu sagen habe. Wer ernsthaft die Migration, die Massenmigration, die seit Jahren andauert, in unser Land begrenzen will, der schützt die deutschen Grenzen ernsthaft, der schützt sie und er schützt das deutsche Hoheitsgebiet. Davon habe ich nichts gehört und dementsprechend fehlt auch der politische Wille. Und was wir brauchen bei der Überzahl, bei der Masse an ausreisepflichtigen Ausländern, die hier überhaupt kein Aufenthaltsrecht haben, ist doch eine Abschiebeinitiative. Wir müssen in unserem Land konsolidieren und diese Massenmigration, diesen Massenzustrom rückgängig machen. Und das geht nur durch konsequente Abschiebung. Auch davon habe ich nichts gehört. Wolfgang Kubicki hat einen Vorschlag gemacht, der bezieht sich jetzt auf die Menschen, die schon im Land sind. Und zwar möchte er einen Migrationsanteil von 25% in Stadt füttern. Also er möchte deckeln, um, so sagt er, Parallelgesellschaftsbildung zu verhindern. Ist das etwas, was man durchsetzen kann? Ja, das ist sehr lustig, dass ausgerechnet ein FDP-Politiker das sagt. Die FDP, die hier ein Steigbügelhalter für die linkeste Regierung in diesem Land fungiert, sollte sich in Grund und Boden schämen. Herr Kubicki ist jemand, der immer vorgeschickt wird für irgendwie so ein dummes Zeug, das er von sich gibt. 25%-Regelung, eine Deckelung, ist doch überhaupt gar nicht umsetzbar. Wie will er das eigentlich umsetzen? Es ist doch schon in Großstädten teilweise zu spät. Will er diese Großstädte in irgendeiner Form umstellen, Zählung machen und wenn sie dann einen Grenzwert von 25% überschreiten, will er dann den Rest irgendwie umsiedeln? Wie soll das eigentlich gehen? Das ist alles, wenn Sie mich fragen, extrem dummes Geschwätz von etwas, was rückgängig gemacht werden muss. Und die CDU hat den Hauptanteil durch die Migrationspolitik von Angela Merkel. Angela Merkel hat 2015 unsere Grenzen geöffnet und sie sind weiterhin sperrangelweit offen für jeden Illegalen, der vorher seinen Pass wegwirft und Asyl an unseren Grenzen sagt. Und das können wir nicht mehr weiter handeln. Das muss man sich einfach vorstellen. Wir haben mehr ausländische Familien im Bürgergeld als deutsche Familien. Wir haben ein Kriminalitätsproblem. Eine Zahl, die ausschlaggebend ist. Im letzten Jahr hatten wir 789 Gruppenvergewaltigungen. Das sind 2 am Tag. Und das muss man doch einfach mal angehen, dass diese Menschen hier gar nicht hingehören. Und was jetzt im Zuge, noch eins, was mich wirklich, wirklich beschämt, zum Fremdschämen ist, während des Israel-Krieges jetzt, dass hier pro-palästinensische Demonstrationen auf den Straßen, auf deutschen Straßen stattfinden und die Polizei sieht nur zu, wenn in Essen ein Kalifat ausgerufen wird. Was ist hier eigentlich los? Wenn Sie mich fragen, diese Menschen dürften gar nicht hier sein und müssten wirklich mit gepackten Koffern, mit einem One-Way-Ticket abgeschoben werden. Aber Frau Weidel, Sie haben gerade gesagt,
gesagt, es ist alles nicht durchführbar und es sei dummes Geschwätz. In Dänemark wird Ähnliches schon gemacht und in der Vergangenheit haben sie sich ja durchaus auch positiv über die Politik, Flüchtlingspolitik in Dänemark geäußert. Und Carsten Linnemann hat jetzt nochmal diesen Vorschlag weitergedreht und gesagt, Quoten in Schulen einführen, um hier eben sozusagen eine Ghettoisierung zu verhindern. Warum ist das dummes Geschwätz, wenn das in Dänemark doch jetzt zumindest gemacht wird und auch zu funktionieren scheint? Die Faktoren in Dänemark liegen ganz woanders. Dänemark hat erfolgreich über die letzten Jahre verhindert, dass massenhaft Menschen zu ihnen strömen, weil sie das Asylsystem sehr unattraktiv gestaltet haben. Im Übrigen alles AfD-Forderungen, die in Dänemark umgesetzt werden. Sie können rein praktisch solche Quotenregelungen überhaupt gar nicht umsetzen. Darum sage ich, effektive Grenzsicherung, der Schutz des deutschen Hoheitsgebietes ist vorderrangig und eine Abschiebeoffensive von allen ausreisepflichtigen und kriminellen Ausländern. Das kann doch nicht so schwer sein. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Weidel.